deine Gegenwart. Hallo Mythal, hallo Niederramstadt. Schön bei euch zu sein, schön euch wieder zu sehen. Auch hier schöne Grüße in den Nebenraum und auch an dich, wenn du irgendwo anders hier in der Stadt bist. Ich freue mich wieder hier zu sein, bei euch zu sein. Was ihr dort seht, ja, macht euch wieder die Folie an, super. Das ist im Hintergrund der schöne Rhein, dahinter Düsseldorf und davor der anderen Rheinseite, linksrheinisch, sind die Schafe, die dort weiden. Könnt ihr regelmäßig, ich sag dir Bescheid, wenn weitergeklickt werden soll, das ist für mich einfacher. Dann habe ich nicht alle Hände. So. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Sicherlich einer der meistbekanntesten Psalme, die es überhaupt gibt. Nehm nochmal die Folie davor. Danke. Eine der meistgemeinten Psalmen, die es gibt. Ich kann mich erinnern, ich war noch im Callcenter während des Theologiestudiums. Das sind die Leute, die euch anrufen, wenn sie in ihren Handyvertrag einen Stromvertrag kündigen. Und der konnte den Psalm 23 auswendig. Denn das war sein Konfirmationspsalm. Stark beeindruckt, weil er den einfach so konnte, obwohl er sonst mit Glauben gar nicht so am Hut hat. Sicherlich ein ganz verbreitetes Bild. Der Mensch als Schaf und Jesus als Hirte. Dieses Bild finden wir in der Bibel sehr oft. Und vielleicht hast du dich mal gefragt, warum eigentlich? Weil ich habe mir gesagt, also wenn ich Pastor bin, will ich eigentlich nicht über diese Schafe predigen. Das macht doch jeder. Und ich bin doch eigentlich kein Schaf. Deshalb eine kleine Schafkunde, die ihr gerade schon gesehen habt. Was haben Schafe und Menschen gemeinsam? Nun, dieses Schaf hat was an den Augen. Es hat eine Brille. Denn Schafe sind extrem kurzsichtig. Schafe gucken zwischen 7 und 13 Meter. Weiter können Schafe nicht gucken. Wenn also Schafe an einer Herde sind, in einer Herde unterwegs sind, und jetzt ist da hinten das Gras grüner. Das Gras ist ja immer woanders grüner als genau da, wo man ist. Hast du das auch schon erlebt? Da, wo du bist, da ist es immer so, na ja, aber wäre ich da, da wäre das Gras. Also geht das Gras, Schaf, und frisst sich so durch die Gegend, schön dem grünen Gras entlang. Und wenn es sich so durchgefressen hat, ist es weiter weg von der Schafsherde. Wo sind denn jetzt die anderen? Oh, ich sehe sie nicht mehr. Ich kann ja nur 7 bis 13 Meter weit sehen. Und die sind 5 Meter in die Richtung und nicht 10 in die. Naja, da waren die bestimmt. Ich gehe mal nach da. Und dann findet ein Schaf nicht mehr nach Hause. Es ist also eins der wenigen Tiere, das es grandios schafft, sich zu verlaufen. Wenn ein Schaf erstmal vom bekannten Weg abgekommen ist, hat ein Schaf keine Chance, wieder zurückzukommen. Da haben wir eine Parallele zu uns Menschen. Seit wir Menschen mit der Sünde Kontakt bekommen haben, haben wir Menschen keinen eigenen Weg. Keinen Weg, mit dem du und ich selber zum Vater zurückkommen können. Du und ich, wir haben keine Chance, uns das Himmelreich zu erarbeiten, uns das ewige Leben zu erarbeiten, uns die Beziehung mit Gott zu erarbeiten. Wir sind dafür zu kurzsichtig. Wir kriegen das nicht hin. Das schafft nur der Hirte. Genau wie es nur der Hirte schafft, die Schaf, das verlorene Schaf, das einmal weg ist von der Herde, wieder in Sicherheit zurückzubringen. Also, Menschen sind kurzsichtig, wir machen öfter Fehler, wir laufen in die falschen Ecken, wir machen Sachen, die wir uns vom Weg abführen. Zweitens hat mir ein Schäfer verraten, im Odenwald hat mir ja den großen Vorteil, viele Schäfer um die Ecke zu haben. Nächste Bild. Das sind zwei giftige Pflanzen. Ich
habe den Namen wieder vergessen. Wenn die im Weg rumliegen, ist das ganz schlecht für die Schafe, weil Schafe haben eine Angewohnheit, sie fressen alles, was ihnen vor die Nase kommt. Ja, die sind so ähnlich wie ich. Also wenn es was gibt, was lecker aussieht, rein damit. Und die haben auch keine Hemmung, also die fressen ohne Ende, die haben kein Füllegefühl, die futtern alles Mögliche. Und wenn du als Schäfer nicht aufpasst und sie auf die falsche Weide bringst, dann sterben deine Schafe. Schafe sind Tiere, bei denen du achten musst, dass sie das Richtige zu sich nehmen. Sonst nehmen sie das Falsche zu sich, werden krank, sterben. Da sind sie uns Menschen sehr ähnlich. Wir Menschen sind Meister darin, was zu uns zu nehmen, was uns nicht gut tut. Wir haben Alkohol, wir haben Tabak, wir haben Zucker. Ja, sieht man inzwischen schon deutlich abgenommen, aber die Zuckerwunsch ist immer noch da. Wir finden sogar Drogen. Ja, so Drogen, die uns abhängig machen, die Menschen abhängig machen, chemikalische Drogen. Ja, wenn du die nimmst, wir erfinden Sachen, die uns nicht gut tun. Und es gibt bei jedem Menschen etwas, bei dir in deinem Leben, das dich triggert, was dafür sorgt, dass du etwas zu dir nimmst, was ich etwas zu mir nehme, was nicht gut für dich und mich ist. Da sind wir wie Schafe. Wir brauchen manchmal jemanden, der auf uns aufpasst, dass wir das Richtige zu uns nehmen und nicht das Falsche. Drittens, etwas, was ich wirklich nicht wusste über Schafe und mein absoluter Hinweis, wenn Schafe einmal hinfallen, einmal das Bild erst, bevor wir das Video nehmen, wenn Schafe einmal hinfallen und ihr seht es wirklich, wenn Schafe hinfallen, bitte geht hin und helft ihm wieder auf die Beine. Ein Schaf kann von alleine nicht aufstehen, wenn es falsch liegt. Dazu habe ich ein Video mitgebracht. Bitte einmal das Video abspielen. Da der Kommentar sehr launisch ist, habe ich den ausgeschaltet. Also, da liegt das Schaf. Jetzt kommt der Kumpel von dem Kameramann und er sagt, was ist denn los, mein Schaf? Kannst du nicht aufstehen? Nee, kann es nicht. Also, so hilft meinem Schaf hoch und bam, fällt sie dahin. Ja, ernsthaft. Du hilfst deinem Schaf auf und dann siehst du sehr, sehr oft, dass es wieder hinfällt. Und jetzt hilfst du ihm wieder auf und es rennt los und es fällt wieder hin. So stürmisch losgelaufen. Das stirbt, wenn dem nicht aufgeholfen wird. Es hat keine Chance. Und jetzt wird es vorsichtig und jetzt hat es das Gleichgewicht wiedergefunden und kann vorsichtig weggehen. Vielen Dank. Also ernsthaft, wenn ihr unterwegs seid und ihr seht, dass ein Schaf am Boden liegt, habt bitte den Mut, geht hin, schubst es auf, es stirbt von alleine, es hat keine Chance. Ich komme aus dem Ruhrpott und war Pastor jetzt in Eberst in Darmstadt. Im Ruhrpott und auch im Süden von Eberstadt gibt es sozial schwache Gebiete. Mit vielen Arbeitslosen, mit vielen Drogenabhängigen, mit viel Kriminalität. Und wenn du dort mit Sozialarbeitern sprichst, mit Menschen sprichst, die mit Menschen zu tun haben, die vom Weg abgefallen sind, die umgefallen sind, die am Boden liegen, die alleine nicht mehr hochkommen, die im Knast waren, die Drogen genommen haben, dann sagen die dir, ja, sie helfen den Menschen. Sie sind dafür da, den Menschen zu helfen. Aber sie wissen genau, ein Großteil von ihnen fällt wieder hin. Fast jeder, um den sie sich kümmern, wird wieder rückfällig. Jemand, der mal Drogenprobleme hatte, der wird mit größter Wahrscheinlichkeit wieder rückfällig. Da musst du wieder hin. Du musst wieder hin und du musst ihm wieder aufhelfen. Er wird wieder hinfallen. Und du musst da sein, ihm wieder aufzuhelfen. Wenn ein Mensch erst einmal richtig umgefallen ist, dann kannst du nicht sagen, ja, wir helfen ihm einmal auf und dann läuft er wieder von alleine. Nein, er wird mit größter Wahrscheinlichkeit wieder in die gleiche Falle laufen. Wenn du eine richtige Abhängigkeit von etwas hast, wirst du wie dieses Schaf umfallen. Und dann brauchst du jemanden, der dir aufhilft, weil du es alleine nicht schaffst.
Und dann brauchst du jemanden, der dich begleitet, weil sonst fällst du wieder hin. Wie diese Schafe. Na, Schafe und Menschen, die sind doch ähnlicher, als ich dachte. Auch etwas Besonderes bei den Schafen, nächstes Bild bitte, was sonst kein Tier hat. Oder sehr wenige. Schafe können alleine nicht überleben, weil sie sich nicht reinigen können. Also, ich kenne wunderbare Bilder von Elefanten, von Nilpferden, von Schweinen, die suhlen sich am Boden im Wasser, wir nennen das Dreck, und reinigen sich. Schafe können das nicht. Wenn Schafe erst einmal ein Bakterium im Fell haben, am Körper haben, kriegen sie es alleine nicht los. Sie brauchen einen Schäfer, sie brauchen einen Menschen, der dafür sorgt, dass es das Ungeziefer, den Krankheitserreger, das Bakterium losbekommt. Früher hat man dafür Öle genommen, also immer wenn ihr etwas findet mit, sie salbten es mit Öl, das kommt auch bei den Schafen vor. Heute müssen Schafe zweimal im Jahr durch ein Chemiebad, früher wurden sie mit Ölen eingerieben. Schafe können sich selber nicht reinigen. Du kannst dir deine Sünde nicht wegnehmen. Schon mal aufgefallen? Du kannst nicht sagen, ich vergebe mir jetzt meine Sünde. Ich spreche mich jetzt unschuldig. Also kannst du sagen, hat aber nicht so viel Effekt. Da sind wir Menschen den Schafen sehr ähnlich. Wir brauchen einen Hirten. Wir brauchen jemanden, der uns reinigt. Dieser eine, das ist Jesus. Also, kleine Schafskunde, Zusammenfassung. Erstens, wir sind, nächstes Bild, wir sind kurzsichtig. Zweitens, wir nehmen Sachen zu uns, die uns nicht gut tun. Drittens, wenn wir hinfallen, schaffen wir es alleine nicht raus. Wir brauchen Gott. Und um uns von den Sünden zu heilen und zu reinigen, schaffst du nicht alleine. Du schaffst es nicht, egal was du tust. Du bist völlig abhängig von dem Arzt, von dem Heiler, von dem Jesus, der dich befreit. Puh, eine Menge Punkte, wo Schafe und ich und du eine Verbindung haben. Jetzt lass uns reingehen in diesen berühmten Psalm, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist der Herr dein Hirte? Ja? Also es geht darum, dass du so abhängig bist von Jesus wie ein Schaf vom Schäfer. Du weißt, dass du den Weg selber nicht findest. Du weißt, dass du selber krank wirst. Du weißt, dass du selber nicht nach Hause findest. Du weißt, dass du selber schlechte Sachen für dich zu dir nimmst. Du weißt, dass du nicht um dich, da du weißt, dass du dich nicht um dich kümmern kannst. Du brauchst den Hirten. Dann gilt dieser Spruch, der Herr ist dein Hirte. Er hat eine persönliche Beziehung zu dir. Er liebt dich und du liebst ihn. Er ist dein Hirte. Und dir wird an nichts mangeln, weil er für dich sorgt. Jesus reinigt dich. Jesus macht dich sauber. Jesus hält die Sünde von dir fern. Jesus hat einen Plan mit deinem Leben. Er hat einen Plan, wo er weiß, was gut für dich ist. Er kennt einen Plan, einen Weg, den du gehen sollst. Du und ich, wir kennen diesen Weg nicht. Wir machen manchmal einen Plan, wie wir gehen wollen, aber wir haben gar nicht die Übersicht. Wir sehen nur, naja, vielleicht was morgen ist. Vielleicht sehen wir nicht mal so lange. Nächste Folie. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das hatten wir gerade in dem Lied. Diese Aue, diese Weide, dieser grüne, saftige Boden, der ist das für ein Schaf, was für uns unser Brot ist. Das hatten wir gerade in dem Lied.
ein Stück vom Brot des Lebens. Hier geht's darum, dass er dich zu einem lebendigen, frohen, super beidem Grund führt. Da, wo du was Lebendiges zu essen bekommst, da, wo du ein ewiges, erfülltes Leben hast, da führt dich Jesus hin, weil er den Weg hat, weil er den Überblick hat. Er führt dich auch zu frischem Wasser, zu lebendig machendem Wasser, zu Wasser, das dich ein Leben lang und über dieses irdische Leben in die Unendlichkeit trägt. Das ist der Hirte, der dich zu Wegen führt, der dich auf Wegen führt, die du selber nicht überblicken kannst. Nächster Folie. Er quicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch hier haben wir wieder, dass es um die Seele geht, um deinen inneren Kern des Menschen. Und Jesus möchte dir Kraft und Mut geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir leben ja in Zeiten, die immer komplexer werden. Wenn ich so an die Erzählung meiner Eltern, meiner Großeltern denke, da war die Welt doch relativ einfach. Es gab nicht so viel Technologie. Es war sehr überschaubar. Es gab maximal 3 Fernsehprogramme. Früher sogar noch weniger, da gab es nur Radio. Es gab ein relativ kleines Umfeld, wo du hingehen konntest, weil auch ein Auto kam erst so in den 60er Jahren, 50er Jahren auf. Davor gab es das gar nicht so häufig. Die Welt war überschaubar, sie war einfach. Und heute ist es komplizierter. Es ist unübersichtlicher, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Wie geht's weiter? Können wir in einem Jahr, wie können wir da Gottesdienste feiern? Wie wird's der Wirtschaft in einem halben, in einem Dreiviertel, in einem Jahr gehen? Werden wir einen Impfstoff haben? Werden wir ein Medikament haben? Die Welt ist momentan sehr unübersichtlich. Aber es gibt einen, und zwar genau nur einen, der einen Plan hat, der einen Weg hat und der schon weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, der den Weg kennt. Und das ist Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott derjenige ist, der dich und mich führen soll. Und jetzt kommt danach ein letzter Halbsatz, den ich sehr stark finde. Ich weiß nicht, wie er auf dich gewirkt. Gott führt mich auf der richtigen Straße um seines Namens willen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Schon mal gehört den Spruch? Da geht es um so kleine Döschen, die verkauft werden mit so komischen Brei. Und die ganze Werbung besteht darin, dass der sagt, das ist ein super Produkt. Und warum? Weil ich mit meinem Namen dafür stehe. Wisst ihr, das ist was richtig Starkes. Das ist ein starkes Argument, wenn du sagst, hey, ich bin so sicher, dass ich meinen Namen draufschreibe. Also, ne? Ich mache nicht nur eine gute Tat, ich sterbe am Kreuz und stehe wieder auf nach 3 Tagen und sag dir, du kriegst das ewige Leben. Nee, ihr dürft euch nach mir benennen, Christus. Ja? Wir sind die Christen, die an den Christus glauben, an den Erlöser. Der steht dafür mit seinem Namen, dass er uns auf dem richtigen Weg führt. Dafür steht Jesus. Jesus steht dafür, dass er dich ans Ziel bringt. Jesus steht mit seinem Namen dafür, dass er der Erlöser ist, der Messias ist, der Jesus ist, der dich rettet. Wie es im Leben so ist, ist es nicht immer ein einfacher Weg, den wir zu gehen haben. Nicht von mir. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich weiß nicht, wie dein Leben in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten war. Es gibt
Augenblicke im Leben, die schwer sind. Die hast du sicherlich auch erlebt. Es gibt Augenblicke im Leben, wo geliebte Menschen sterben, diese Welt verlassen. Es gibt Augenblicke im Leben, wo Menschen schwer krank werden. Leiden durch Krankheiten. Es gibt Augenblicke, wo Beziehungen zerbrechen, zerrüttet sind. Wo es Streit in Familien gibt. Wo es Trennung gibt, wo es Scheidung gibt. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt finanzielle Sorgen. Es gibt Augenblicke, wo Menschen finanziell Konkurs anmelden müssen. Es gibt in Corona-Zeiten, ja, als Corona gestartet ist, wie viel Angst gab es dort? Und gibt es auch heute noch? Wie viel Angst gibt es in unterschiedlichsten Situationen? Und es ist nicht so, wenn du mit Jesus gehst und er ist dein Hirte, er dir verspricht, hey, du wirst nie durch finstere Täler gehen müssen. Hey, das ist alles ein absoluter Wellenritt, du wirst nur auf der Sonnenseite des Lebens laufen. Nein, das verspricht dir Jesus nicht. Und auch der Psalm 23 macht klar, es gibt Augenblicke, da wandern wir durch finstere, tiefe Täler. Es gibt Augenblicke in deinem Leben, in meinem Leben, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber in diesem Augenblick bist du da. Habt ihr übrigens gemerkt, dass sich dort die Perspektive wechselt? Da steht nicht der Herr ist nah. Vorher, der Herr ist mein Hirte. Er. Hier haben wir plötzlich eine Du-Anrede. Du bist bei mir. Das ist ganz persönlich. Du, Gott, bist direkt bei mir. Du bist neben mir, du bist sogar in mir durch den Heiligen Geist. Gott ist bei dir. Gott ist immer bei dir und er ist mit dir per Du. Er ist eine persönliche Beziehung mit dir unterwegs, gerade auch in deinen Leidenszeiten. Du und ich, wir werden Leidenszeiten haben. Aber du darfst dich darauf verlassen. Jesus ist mit mir. Unterwegs in diesen Leidenszeiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ein bequemer Mensch, ich lerne super gerne. Aber ich verändere mich am stärksten dann, wenn ich merke, ich leide was. Ich bin in bestimmten Situationen meines Lebens gewesen, die nicht schön waren. Aber in diesen Situationen habe ich mich am meisten verändert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Manchmal helfen uns Leidenszeiten auch, uns zu verändern. Du, Gott, bist in allen Leidenszeiten bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Stecken und Stab musste ich erstmal beim Hirten nachfragen, was das ist. Ich meine, so ein Stab ist mir klar. Ne, das ist so ein großes Ding. Damit vertreibt er Wölfe und anderes. Nie, nicht nur mit dem Stab, also braucht er heutzutage irgendwann mal wieder, aber es gibt nicht so viele Wölfe. Er braucht den Stab hauptsächlich, um Schafe zu dirigieren, wenn die noch ganz nah sind. Dann kann er die als Verlängerung seines Armes nämlich mal eben wieder in die Herde zurücktreiben. Ist zum Teil da, um die Schafe zu streicheln, um sie sanft wieder einzugliedern, um sie sanft wieder in die Ruhe zu bringen. Das ist ein Dirigierungsinstrument, um Schafe in eine Richtung zu treiben. Der Stab. Jetzt haben manche Schafe aber die Angewohnheit, am anderen Ende zu sein und sich schnell in eine Ecke zu bewegen. Weg vom Schäfer, da komme ich mit dem Stab nicht ran. Da nehme ich den Stecken. Den Stecken werfe ich als Hirte nach dem Schaf. Das trifft dann das Schaf, das tut dann ein bisschen weh. Dann erschreckt sich das Schaf hauptsächlich und dann geht ganz schnell wieder zu den anderen zurück. Damit verhindere ich, dass ein Schaf flitzen geht, meinte ich. Und da muss ich den Stecken natürlich wieder einsetzen. Also, das sind beides Instrumente,
um meine Schafe zu dirigieren, nicht um die von auswärtigen Feinden zu schützen. Moment, ich bin gerade im finsteren Tal. Ich habe Angst davor, im finsteren Tal überfallen zu werden. Ich habe Angst davor, im finsteren Tal, dass mir was Schlechtes passiert. Und der Hirte hat sein Instrument dabei, um mich zu dirigieren. Darum geht's in diesem Vers. Er hat seine Instrumente dabei, um mich auf dem Weg zu halten, um mich durch das Tal hindurchzuführen ans Ziel. Kann es sein, dass manchmal du und ich die größten Feinde sind von uns selber, wenn wir durch ein finsteres Tal gehen? Dass wir dann nämlich nicht den Weg weitergehen wollen, den Gott für uns hat, der gut für uns ist, sondern wir auf irgendwelche dummen Ideen kommen, wie wir uns jetzt voller Panik was anderes machen wollen. Kann sein, dass wir im finsteren Tal selber derjenige sind, der uns am meisten schadet. Der dann einfach ausbüchst, der dann einfach auf die Seite fällt, sich totstellt, bis er irgendwann tot ist. Der einfach in die falsche Gegend läuft und sich Bakterien, Bazillen, irgendwas einfängt, was uns krank macht und umbringt. Der einfach in irgendeine Ecke läuft, was frisst, was giftig für uns ist. Es kann sein, dass im finsteren Tal wir selber unser schlimmster Feind sind, den Hirten brauchen, der uns auf dem Weg hält, durchs Tal hindurch, ans Ziel. Hier sind wir durchs Tal durch. Nächste Folie. Dann am Ende des Tals breitest du vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gott sorgt dafür, dass du ein lebendiges Essen bekommst. Dass du etwas an Nahrung bekommst, was gut für dich ist. Er bereitet dir einen Tisch voller lebendigem, gesunden Essen. Und da müssen dich Feinde und andere überhaupt nicht stören, weil wenn du mit Gott in einer Beziehung bist, dann ist es egal, was die Welt um dich herum macht. Es gibt in den Chroniken einen jüdischen König und diesem König wurde prophezeit, du wirst im tiefsten Frieden sterben. Kurz danach beginnt der Krieg mit dem Nachbarvolk, er geht in die Schlacht, kämpft mit den Israeliten und stirbt in diesem Krieg. Wird dann nach Jerusalem zurückgebracht. Und er ist im tiefsten Frieden gestorben, mitten auf dem Schlachtfeld. Er ist nämlich im tiefsten Frieden mit Gott gestorben, weil er einer der wenigen Gottes treuen Könige war. Also, wenn du eine gesunde Beziehung mit Jesus hast, dann bereitet er dir einen leckeren, super Tisch. Er bereitet dir genau das, was du brauchst. Auch wenn um dich herum Krieg und Verwüstung ist. Er salbt dein Haupt mit Öl und schenkt dir voll ein. Dieses Bild hatten wir vorhin gerade. Ne? Er hält dich von Ungesunden fern. Er hält dich von Krankheiten, von Tod, von sonstigem fern. Deshalb brauchst du das Öl. Deshalb brauchst du den Schutz vor Gefahren. Also auch dort ein Bild, wo der Hirte, wo Jesus dich beschützt. Gutes und Barmherzigkeit, nächste Folge. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. So endet der Psalm. Er endet mit einer Prophezeiung über das eigene Leben. Gutes und Barmherziges werden dir folgen, werden mir folgen. Das ist eine Zusage, an die du glauben darfst.
Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und du wirst bleiben im Hause des Herrn immer da. Also Gott hat für dich Sachen vorbereitet, Geschenke vorbereitet, an die du und ich gar nicht glauben können, weil wir nicht wissen, wie groß sie sind. Also wir wissen nicht, welche Geschenke Gott für dich vorbereitet hat. Viele von euch sind Eltern oder Großeltern oder Kinder. Kennt ihr das Gefühl, ihr habt als Eltern 100 Geschenke versteckt im Park, draußen, irgendwo? Jetzt gehen die Kinder raus und suchen die. Und nach 3 Geschenken kommen die wieder und sagen, ja super, danke Papa, Mama, Tante, Onkel. Ich habe meinen Opi, Omi, ich habe meine 3 Geschenke gefunden, ich bin zufrieden. Du denkst dir, hey, 2 Ü-Eier und eine Tafel Schokolade, ich habe noch so viel für dich draußen. Sei doch noch nicht zufrieden, es gibt noch so viel für dich. Du musst es nur einsammeln. Ich habe es schon für dich vorbereitet, du musst es nicht selber besorgen. Ich habe es vorbereitet, du musst es dir nur nehmen. Und weißt du, so ist Gott zu dir und mir. Er hat viel für dein Leben vorbereitet. Wir dürfen daran glauben, dass er den Tisch gedeckt hat für dich und mich. Und dass dir und mir Gutes und Barmherzigkeit folgen. Du und ich, wir müssen es nur nehmen. Die wichtigste Prophezeiung ist die letzte im ersten Halbsatz. Denn ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hey, du und ich, wir bleiben bei Jesus. Wir lassen uns von dem nicht trennen. Da können Leute dumme Kommentare machen, was bei dem Wetter geht, ihr wieder in Gottesdienst. Dir nichts Besseres zu tun, als den Livestream zu gucken. Nein, haben wir nicht, weil es uns gut tut. Ja, es tut dir gut, es tut mir gut, was Neues über Gott zu hören, was Neues von Gott zu hören. Das tut dir und mir gut. Beten, Anbetung, Lobpreis, Gottes Wort zu hören. Johannes greift das auf im Johannesevangelium. Nächste. Bevor wir das machen, Hilfe, hatte ich noch Danke. Schafskunde add-on. Du und ich, wir haben Geschenke, hatte ich gerade gesagt. Das Bild, was dort ist, das hier, ne? Kaum zu erkennen, das ist ein Schaf. Das ist das Rekordschaf Chris aus Australien. 2015, glaube ich, gefangen. Es hat 42,3 Kilogramm Wolle bei sich, weil es nämlich ausgebüxt ist. Und dann 1,5 Jahre in der Wildnis war. Voller Bakterien, kurz vorm Hitzeschlag. Ja, viele Krankheiten, die Knochen, Rückenschäden hatte er schon bekommen, weil es zu viel Wolle bekommen hat. Weißt du, Schafe haben eine Berufung. Schafe haben die Berufung, Wolle zu geben. Und wenn das Schaf die Wolle nicht geschoren bekommt, also die Wolle nicht abgibt, dann wird es krank. Dann stirbt es da. Ein Schaf, was alles für sich behalten will, stirbt. Ziemlich schnell. Sieht zwischenher so aus. Weißt du, dass es bei uns Menschen genauso ist? Du bist dafür geschaffen, anderen Menschen zu helfen. Du bist dafür geschaffen, dass du anderen Menschen was Gutes tun darfst. Es gibt keinen von uns, der nicht anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise Gutes tun kann. Du kannst andere Menschen ermutigen. Du kannst ihnen zuhören, wenn sie dir von deinen Leiden erzählen. Manche von euch haben die Gabe des Backens oder des Kochens. Wunderbar, freuen sich bestimmt auch einige drauf. Andere haben künstlerische Fähigkeiten, wie die Musik, die Technik, die Moderation. Vielen Dank. Es gibt Gaben, die wichtig sind für die Gemeinschaft, für andere. Und du hast Gaben, die ich nicht habe.
Du hast Gaben, die andere Leute in der Gemeinde nicht haben. Und du hast die Möglichkeit abzugeben. Wenn du nicht abgibst, wenn du nichts abgibst, wenn du nichts teilst, wirst du wie dieses Schaf. Fast nicht mehr beweglich. Nah am Tod und voller Leiden. Weil du die Freuden nicht teilen kannst. Und was für eine Erleichterung muss es sein bei einem Schaf, wir hatten heute 40 Grad, muss es sein für ein Schaf, rechtzeitig geschoren zu sein, dass es bei 40 Grad nicht mehr diese Wolle tragen muss. Ja, geben kann Freude machen. Nicht dann, wenn dein Herz dazu bereit ist. Wenn du anderen Menschen helfen kannst, wenn ich anderen Menschen helfen kann und merke, das macht einen Unterschied, dann bin ich sehr glücklich. Ja, es macht mich glücklich, zu sehen, dass ich anderen Menschen wirklich einen Unterschied machen konnte. Ich bin mir sicher, dass das auch bei dir so ist. Also, die große Schafskunde. Vielen Dank, jetzt bin ich wieder in der Spur mit dem nächsten Bild. Die große Schafskunde heißt, du und ich, wir haben nicht den Überblick. Du und ich, wir haben nicht den Überblick und wir wissen nicht, was der wirklich große Plan in unserem Leben sein kann. Den Plan für dich und mich, der wirklich gut ist, den hat Gott. Du und ich, wir müssen aufpassen, weil wir Sachen zu uns nehmen, irgendwo Abhängigkeiten entwickeln können, die schlecht von uns sind. Wir brauchen jemanden, der uns davor schützt. Manchmal kann Ehepartner sehr hilfreich sein oder andere Personen aus der Gemeinde, dir dabei helfen, die mir dabei helfen, bestimmte Dinge zu beachten. Manchmal fallen wir als Menschen hin. Wir können so vorsichtig sein, wie wir wollen. Irgendwann tappen wir in irgendeine Falle. Wir machen irgendeinen Fehler. Wir machen irgendetwas, was richtig mies ist. Und dann ist es wichtig, dass wir jemanden haben, der uns aufhält. Und zwar nicht jemand, der sich vor das Schaf hinstellt und sagt, bist du wieder umgefallen? Ich habe doch gesagt, du sollst nicht umfallen. Nächstes Mal mehr beten, dann fällst du nicht um. Das hilft dem Schaf gerade gar nicht, weißt du? Dem Schaf hilft dann wirklich nur anpacken und es wieder hinstellen. Dann behutsam helfen, dass es nicht wieder sofort bei den nächsten drei Schritten hinfällt. Das gilt übrigens für Menschen sehr ähnlich. Wir Menschen können wie Schafe uns nicht selber die Sünde vergeben. Wir brauchen jemanden, der das für uns macht. Du und ich, wir brauchen jemanden, der unsere Sünde auf sich nimmt. Dann haben wir echt Glück, dass wir jemanden haben, der am Kreuz für uns gestorben ist. Jesus Christus. Du und ich, wir haben Jesus Christus. Der hat deine Sünden mit sich beerdigt. Darauf darfst du bauen. Und jetzt kommt der Bonus. Du und ich kriegen das andere alles geschenkt. Aber wir dürfen von unseren Fähigkeiten, die wir haben, was abgeben. Du kannst mit Menschen beten. Du kannst mit Menschen reden. Du hast etwas, was jemand anderes in der Gemeinde braucht. Bete darum, dass es dir Gott zeigt. Manchmal kann es auch einfach nur ein gutes Wort sein, dass du im Gottesdienst ein Wort bekommst für jemanden. Wisst ihr, ich war in einer Gemeinde und da gab es einige ältere Gebetsomis, so wurde das genannt. Und diese Gebetsomis haben irgendwann mal den Auftrag bekommen, sich hinzusetzen und zu beten während des Gottesdienstes. Und während des Gottesdienstes hören sie sich den ganzen Gottesdienst an, den Predigt und der ein oder anderen kommt dann irgendwas. Und die kommt dann auf einen zu und sagt, Thomas, ich hab was für dich von Gott. Ich hab folgenden Bibelvers. Das tut richtig gut. Ja, so eine Gebetsomi ist was Schönes, wenn die zu dir kommt und dann was für dich hat. Es gibt bestimmt etwas, was du für andere Menschen tun kannst. Jetzt kommen wir zu Johannes. Vielen Dank. Ins Neue Testament. Immer auch ein Sprung ins Neue Testament. Jesus sagt nämlich von sich, er ist der gute Hirte.
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus Christus hat sein Leben für dich gelassen, aber weißt du, mir kommt da ein Satz, fällt mir ein, den ein Professor an der Hochschule gesagt hat. Deutsch lautet der: Der Herr ist nur dann dein Hirte, wenn der Hirte dein Herr ist. Der Herr, Jesus Christus, ist dann dein Hirte, wenn der Hirte dein Herr ist. Lässt du Jesus Christus den Hirten, den Leiter, die leitende zentrale Person in deinem Leben sein? Ich wünsche es dir und mir.